der Wahlvorgang undurchsichtig sei. Ihr Ruf nach mehr Öffentlichkeit heißt zunächst Offenlegen der Kandidatenlisten, damit man nachher sieht, wie die Auswahl erfolgte. Die Vorsitzende des Verbandes der sowjetischen Soziologen, Professor Tatjana Saslavskaya, sagte in ihrer bekannten Offenheit, die Resultate der Delegiertenwahl bisher beunruhigten sie, weil die Auswahl in der Hand der Parteiapparate liege. Das war heute Nachmittag, ehe das Plenum endete. Man wird sehen, ob mehr Klarheit für die nächsten Schritte auf dem Weg zur Parteikonferenz aus den Thesen hervorgeht. Auch für diese Konferenz aber wird in Zeitungsartikeln schon nach mehr Offenheit gerufen. Live-Übertragung der ganzen Parteikonferenz im Fernsehen heißt die Forderung. Mehr Offenheit sowie eine grundlegende Reform in Wirtschaft und Gesellschaft will auch der neue ungarische Parteichef Gross. In seinem ersten Interview nach der Wahl sagte Gross aber auch, dass auf die Ungarn Opfer zukommen. Ein Sparprogramm soll die wachsende Verschuldung im Westen und das Haushaltsdefizit eindämmen. Gross war gestern einstimmig zum Generalsekretär gewählt worden. Parteichef Kádár, der das Amt 32 Jahre innehatte, musste abtreten, ebenso wie die meisten seiner Anhänger in der Führung. Gross kündigte an, sein Amt als Ministerpräsident bald abgeben zu wollen. Der touristische Klischeeblick auf den ungarischen Sozialismus registrierte auch heute keine Veränderungen. Ein Tag nach dem spektakulären Wechsel in der Parteiführung ist vom neuen Reformkurs noch nichts zu spüren, und wie sollte es auch? Unter den Schlagzeilen von der politischen Wende sind auch die brisanten Probleme aufgelistet. Der neue Parteichef Gross wird sich schwer tun. Inflation, Preissteigerung, niedrige Löhne, Arbeitslose, der Alltag prügelt die sozial Schwachen. Marode Firmen, knappe Devisen, veraltete Technik, 18 Milliarden Dollar Schulden, 45.000 haben die Partei verlassen, Opposition kommt auf. Pressekonferenz einer neuen unabhängigen Gewerkschaft, Bereich Wissenschaft, 1100 Mitglieder, noch legal. Ich würde nicht Euphorie sagen, aber es gibt einige Hoffnungen, dass die neue Leitung verhältnismäßig besser sein wird. Es entspricht nicht allen Hoffnungen, aber viele glauben, dass das doch ein Unterschied ist. Auch andere Berufe wollen weg von der alten Einheitsumarmung. Die Radikalwende von gestern begrüßen sie, aber ohne politische und wirtschaftliche Illusionen. Es ist unmöglich und es ist praktisch, gibt keine Hoffnung, dass in einer kurzen Zukunft die Lage sich grundsätzlich ändern könnte. Die vorsichtige Aufbruchsstimmung wird nicht reichen, um Kádárs Fehler auszubessern. Die gewendeten ungarischen Kommunisten hoffen vor allem auf den Westen. Ihre Pläne brauchen Geld, wenn sie nicht Makulatur bleiben sollen. In Moskau wird jetzt erstmals auch die Außenpolitik von Stalin bis Brezhnev zum Gegenstand der Kritik. In der Wochenzeitung Literaturnaja Gazeta spricht der Historiker Dajicev von den Großmachtambitionen Stalins, die sich in der Außenpolitik festgesetzt hätten. Das sowjetische Streben nach Vorherrschaft habe jahrzehntelang immer wieder den Frieden in der Welt gefährdet. Noch in den 70er Jahren habe die Unfähigkeit von Parteichef Brezhnev die Ost-West-Konfrontation verschärft. Der Westen, so der Historiker, habe lange Zeit Grund gehabt, den Entspannungsbeteuerungen aus Moskau zu misstrauen. Die sowjetische Regierung hat heute noch einmal unterstrichen, dass das Schicksal des Vertrags über die Vernichtung der Mittelstreckenraketen jetzt von Washington abhängt. Eine Woche vor dem vierten Gipfeltreffen von Präsident Reagan und Parteichef Gorbatschow meinte der Abrüstungsexperte Karpow, der oberste Sowjet sei jederzeit zur Ratifizierung bereit. Zuvor hatten die zuständigen Ausschüsse den Vertrag gebilligt. Nun, so Karpow, komme es auf die Haltung des amerikanischen Senats an. Dazu aus Washington Peter Steisch. Wenn Ronald Reagan am Sonntag Michail Gorbatschow wieder sieht, dann hat er eines nicht in seinem Reisegepäck. Die Ratifikationsurkunde des Senats zum Mittelstreckenabkommen. Die Unterschriften hatten der Präsident und der Generalsekretär im letzten Dezember in Washington geleistet. Im Kongress wird noch die ganze Woche gerungen werden. Auch wenn Probeabstimmungen am letzten Freitag gezeigt haben, dass die notwendige Zweidrittelmehrheit durchaus wahrscheinlich ist. Calendar number 9, Treaty Document 100-11, the treaty between. Die Demokraten sind ohnehin dafür, und so könnte im Senat alles viel schneller gehen, wenn da nicht Ronald Reagans eigene ultrakonservative Parteifreunde wären.
angeführt von diesem Mann, dem republikanischen Senator Jesse Helms aus North Carolina. Er will ein ganzes Bündel von Vertragsergänzungen durchsetzen. Killer Amendments nennt man das in den USA. Kern seiner Kritik, die er heute Morgen an diesem Schaubild zu untermauern versuchte: Die Sowjetunion betrügt. Sie hat viel mehr SS-20-Raketen, als sie angibt. Sie hat die Absicht, einen verborgenen Vorrat zurückzuhalten und nicht zu zerstören. Die ausgehandelten Überwachungsvorschriften reichen nicht aus, um dies zu verhindern. Senator Richard Lugar, auch Republikaner, beschwor dagegen, den Vertrag nicht zügig zu ratifizieren, würde schwerwiegendere Konsequenzen haben als die versteckten SS-20, wenn sie denn überhaupt existieren sollten. Würde sich Jesse Helms durchsetzen, dann wäre das in der Tat der Tod des Abkommens. Doch die meisten Senatoren, die heute Morgen das Wort nahmen, unterstrichen die Bedeutung des Vertrages als politischer und psychologischer Rahmen, um mit der Sowjetunion noch weitreichendere Abrüstungsverträge zu unterschreiben, vor allem bei den schweren strategischen Nuklearwaffen. Die USA setzen ihre Bemühungen fort, den Militärmachthaber in Panama, Noriega, zum Rücktritt zu bewegen. Der stellvertretende Leiter der Mittelamerika-Abteilung im Außenministerium, COSEC, wurde heute mit neuem Auftrag nach Panama zurückgeschickt, nachdem er dem Kabinett in Washington Bericht erstattet hatte. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Wie es hieß, will Präsident Reagan eine Regelung erreicht haben, bevor er in dieser Woche zum Gipfel nach Moskau reist. Im Rahmen der griechisch-türkischen Annäherung ist heute der Außenminister der Türkei nach Athen geflogen, erstmals seit 1952. Außenminister Yilmaz und sein griechischer Kollege Papoulias leiten die von den Ministerpräsidenten Papandreou und Özal im Januar in Davos vereinbarte Einigungskommission. Aus Protest gegen die Verhandlungen legten linksextremistische Griechen mehrere Bomben in Athen. Es entstand Sachschaden, als zwei Autos türkischer Diplomaten zerstört wurden. Die zum Teil historischen Gegensätze zwischen Griechenland und der Türkei waren durch die türkische Teilbesetzung Zyperns und den Streit um den Festlandsockel in der Ägäis noch vertieft worden. Die Mehrzahl der palästinensischen Schulen in Ostjerusalem und im Westjordanland ist jetzt wieder geöffnet. Wegen der Unruhen war der Unterricht in den von Israel besetzten Gebieten verboten worden. In Nablus wie in allen Städten und Dörfern des Westjordanlands herrscht